Greco, hier spricht Nicolate. Töte die amerikanischen Soldaten. Bringt sie zum Studio und töte sie. Wir finden das Material so schnell wie möglich. Sag Feierung, dass wir Fortschritte machen. Ich hole die Arche. Was ist denn mit die Arche? Hier, Greco. Ich will, dass die amerikanischen Soldaten für die Exekutionen vorbereitet und ins Studio gebracht werden. Ja, Sir. Na, jetzt renn. Oh, Sam. Stell dich nicht wie der letzte Mensch an. Das war... Wie, das war? Jetzt noch weiterreden können. Ich hab dich nicht unterbrochen. Ach, hier ist ein Rohr. Ich dachte schon, wie komme ich jetzt da hoch? Zack. Cool gemacht schon. Es gibt's hier. Im Zwischendach geht's weiter. Was ist mit der Übertragung? Das ist nicht unsere Sache. Gehen wir. Ob wir könnten? Sollten wir? Hab was gehört. Wie, du hast was gehört? Du kannst gar nichts hören, mein Großer. Was war denn da? Ich brauche Verbandzeug. Hier ist ein Verletzter. Tja, nichts mitgekriegt. Gucken wir mal noch, ob hier irgendjemand kommt. Nope. Nope, sieht gut aus. Geht das weiter. Machen wir das Lichtchen noch aus. Das können wir nicht ausmachen. Der zuckt doch noch. Was ist denn da hinten los? Da kommt Nebel. Wo raus ist auch Feuer. Sie haben zu viele Medikits. Wie, man kann nie zu viele Medikits haben. Immer gut, eins mehr damit zu haben, als normal, als weniger. Ich sehe nichts. Ich bin blinded by the light. Obwohl das hier eher blinded by the Schwein ist. Jetzt sehe ich was. Lecker eine Haxe hier, ein bisschen Met abmachen, ne? Liegt da eine Hand? Liegt da ein Fuß? Nee, es ist auch ein Schweinebein. Ein Schweinbein. Bin ich hier vorbei? Ey, das wäre auch mal cool, jetzt so richtig das Splatter-Orgie hier noch draus machen. Oh, da gibt's Anatomiestunde. Von Schwein. Wie viel Spermien hat ein Schwein? Sag ich nur. Beef! Hier gibt's Beef. Feind wird ange- Ich kann das nicht lesen. So viel zu, man kann nicht zu wenig Medikits mit haben. Ich bin so blöd, ey. Naja. Alles gut. Huch. Oh, cool. Das kann sogar flackern in die Wand rein. Das Beef flackert. Aha, wusste ich aber auch nicht, dass man das so unterteilt. Naja, jedenfalls machen wir hier noch eine... Gibt's hier jetzt hier erstmal ein bisschen schönes Fleischbrötchen. Auch was Schönes. Was mache ich hier? Ich bin gerade irgendwie total verpeilt wieder. Vor 10 Minuten noch total konzentriert und jetzt hier wieder nur total scheiße. Wobei ich das aber auch ein bisschen cool finde. Ich höre irgendwo eine Maschine. Oh, hier. Noch eine Pfote. Pfote? Sagt man Pfote? Oh, hier kann man hochklettern. Puh. Zack, zack. Komm ich hier drauf? Nee. Badadada, hier ist doch eine... Abschalten, abschalten. Jetzt. Oh. Ich hab mal in Real Life habe ich mal eine Tonne mit toten Hühnern gesehen. Ja,
Ist schon irgendwie eklig, aber ja, darf man anscheinend auch nicht drüber nachdenken. Ich meine, ich bin kein Vegetarier, geschweige denn von Veganen zu reden. Man isst schon mal gerne so ein Stück Fleisch, ne? Aber und da gibt es auch sicherlich perverse Arten wie die. Feindliche Einheit. Da gibt es auch sicherlich perverse Arten wie die Tiere gehalten werden. Aber ich denke ja mal, oder ich hoffe es, dass da noch also dass die Tiere noch ganz, also so gehalten werden, dass man da keine Bedenken haben müsste. Ich glaube mal auch nicht, dass man da in unseren heutigen Zeiten hier zumindest bei uns Probleme haben sollte, darüber nachzudenken. Also ich meine, ich glaube nicht, dass es zumindest in Deutschland stattfindet, so Tierhaltung auf diese Art. Kann ich mich aber auch täuschen. Vielleicht war es nur ein Schatten. Ja, war's auch. Ja, was hat der für einen Nimber-Skill hier? Tot. Ja, auf jeden Fall. So ist das. Ich habe hier einen Toten. So ist das. So geskillt kann man sein und eine Tasche noch. Nee, ist irgendwie cool hier. Find irgendwie gut. Übrigens, es ist auch erhöhter Schwierigkeitsgrad hier. Man kann nämlich mit seinem Nachtsichtgerät nicht sehen wegen dem Nebel. Ganz tricky. Zumindest habe ich. Zumindest habe ich hier keine Probleme, die Folge irgendwie zu benennen. Weil die gibt ziemlich viel Stoff gerade her. Und jetzt? Wie komme ich an der scheiß Kanone vorbei? Können wir da nicht eine Schweinehaxe einfach hinwerfen und mal gucken, ob er die akzeptiert als Feind? Ja. Wie soll man da. Hallo? Warum wird es denn jetzt plötzlich so warm? Kalt, meine ich. Ach, wir kommen zur Kühlkammer anscheinend. Haben wir hier ein bisschen umgehackt. Was liegt da vorne noch? Medikit. Wieso ist das blau? Ist da irgendein Zeug drin, was das kalt macht? Oder muss es gekühlt werden, das Medikit? Hier hinten ist bestimmt die Kühlkammer. Kann ich mich heranhängen? Oben hier auch überall Schienen. Ja, komm. Was ist denn? Geht nicht. Hätte ja sein können. Ach, das Licht ist nicht aus. Jetzt ist das Licht aus. Zack. Jetzt ist immer dunkler. Nee, warum? Ernsthaft jetzt mal, warum sind hier jetzt plötzlich so blau? Komm mal her, mein Großer. Feigling, lassen Sie ihn gehen! Was? Und sein Bro lebt noch? Das geht ja mal gar nicht. Wollte wieder mal cool sein, weißt du? Das Spiel, das ist echt. Ist echt verdammt. Lass uns ihn gehen. Er soll dich nicht töten. Ja genau, mach zwei Schüsse und lad nach. Ist auch intelligent. Das Spiel lässt mich einfach nicht cool sein anscheinend. So, du bist ein Gegner. Zack. Ja. Rein da, Sam. Zu blöd zum Scheißen? Yes, sir. Ich habe irgendwie gerade Bock auf ein Dampfbad, auch wenn das hier nichts mit Dampfbad zu tun hat. Dampfbad FTW. Wir sind raus. Aus dem Schlachthaus. Aus dem Moktusobo. Ich glaube, da ist was. Wie jetzt? Ein Eindringling.
Hat er einen Helm auf? Ach, da kann ich das. Ach, na, hier ist Glas. Cool. Ja, dann halt nicht. Wir haben sie umzingelt. Tja, mein Großer. Wrong side of life. Schalter benutzen. Muss ich jetzt runter? Vorher kann ich nicht weiter. Boah. Anscheinend werden wir jetzt hier auch den ersten Zwischengegner eliminieren. Ja, hier ist so ein bisschen Final. Das sieht ein bisschen endgegnermäßig aus. Jetzt sind wir jetzt in einer Scheune. Hey, wir waren doch schon. Ba-ba-ba-ba. Wir waren doch schon. Wir waren doch schon bei den Soldaten. Wir haben die doch schon. Zack. Gut, Musik ist aus. Da kommen keine Gegner mehr. Hier wurden also die Schweine auch noch gehalten. Ja, die Schweine wurden hier gehalten. Mhm. Hier gibt es T-Shirts. Ach ne, es ist eine Kuh. Ein Symbol. Wiedererkannt. Oh, hier. Ja, so sollte man, also so würde ich sagen, Tiere nicht halten. Auch wenn ich mit Nutztieren nichts zu tun habe. Ich höre ein Maschinengewehr. Wie sinnlos, das steht natürlich hier drin. Warum sollte hier ein Maschinengewehr drin stehen? Wer stellt hier ein Maschinengewehr auf zur Hölle? Das war der einzige Gegner. Und hier nochmal so eine hingerichtete Kuh, kann man ja wirklich schon so sagen. Hm. Kann man hier irgendwie dran vorbei, ohne attackiert zu werden? Ich möchte eigentlich nicht von dem Maschinengewehr angegriffen werden. Gut, das endet einmal im Feld. Nein, doch nicht. Wenn man hier nur. Weißt du, Real Life, ne? Real Life Szenario. Man hat so ein Maschinengewehr vor sich stehen und man rennt auch nur mal drüber und das fängt schon an zu schießen und man kriegt einen Hit ab. Hält man natürlich aus, ne? Danach kannst du auch weitergehen und ein bisschen morgen auf Arbeit gehen. Oh, hier brennt's. Gehst du früh auf Arbeit, blutest da. Seh nichts. Nee, der Move geht erst im zweiten Teil. Als angeheuerter Soldat hier in so einem. Was hat denn hier Lampe im Arsch, die Kuh? Nee. Aber auch in so einem angeheuerten, also so ein angeheuerter Soldat. Da möchte ich nicht hier unbedingt Wache halten. Das stinkt doch hier. Für die verwesten Tiere. An Kanone arbeiten. Hier fürs Aus, abschalten. Ende. Und noch, ja, natürlich noch eine. Negiert natürlich meinen Satz von vorhin. Warum sollte man hier ein Maschinengewehr aufstellen? Warum sollte man zwei aufstellen? Noch eine. Ich habe doch schon wieder was. Mir fällt gerade mal so auf, ich hätte die auch gar nicht eliminieren brauchen. Nee, doch, hätte ich. Ich glaube nicht, dass ich unbemerkt hier hätte reinkommen. Hier kann ich auch nicht. Hören jetzt. Ich möchte irgendwie da hinten lang. Aber kann ich nicht. Da hinten ist eine Mauer. Da ist die Mauer. Was haben wir hier? Ach, Objekt.
Aber die haben sogar eine Auszeichnung anscheinend gekriegt. Hm. Merkwürdig. Ja, es ist so sinnlos. Ich muss die aber ausschalten. Ich hätte auch einfach weiter rennen können. Ich glaube, da wäre ich besser gefahren. Oh yeah. Ich glaube, das ist die Stimme, die jede Frau heiß macht. So, vom Prinzip her. Oh yeah. Baby, come here. Who's your daddy? Das ist krank. Ich bin Soldat, kein Sadist. Ja, sage ich auch. Tiere so zu halten komm ist. Komm schon. Ich weiß, dass du es sehen willst. Stört. Will ich nicht. Sowas im Fernsehen zu senden ist doch Mist. Ja, auch natürlich Menschen hinzurichten ist natürlich auch kein. Das ist krank. Ich bin Soldat, kein Sadist. Komm schon. Ich weiß, dass du es. Was zur. Scheiße, ich hab natürlich. Toll, toll. Was zur. Ich sehe irgendwas. Oh, Mist. Ja. Oh, ich hab so blöd gespeichert. Ey, komm, ich hab's zwar geschafft, aber ich kann nicht mit so wenig Life hier rausgehen jetzt. Ich hätte weitermachen sollen. Nein! Super! Zwar 8 Munition gewastet, aber besser als nix. Besser als hier festzuhängen in dem Level. Zack, machen das Lichtchen aus, speichern. Nachtsichtgerät an, dass ihr wieder was seht. Und Lichtchen aus. Eine Leiche! Eine ja, ja. Komm, interessiert hier doch keinen. Einer unserer Männer wurde getötet! Oh Gott, ich erinnere mich, das war. Ich dachte eigentlich nicht, dass das jetzt schon kommt. Oh je, je, wasch dich erstmal, Sam. Mach Spaß. Das reicht. Beim nächsten Alarm breche ich die Mission ab. Oh oh. Da ist Lambert ist böse. Nee, ist nicht gut zu sprechen. Wie auch immer. Mokzobo Meat. Mokzobo-Fleisch. Okay, wo steht jetzt hier die Kanonen stehen links und rechts. An Kanone arbeiten. Nee, nicht abschalten. IFF aus. Nee, eine muss ich zumindest mal ausmachen. Was ist denn los? Schlange kein Mensch mehr. Sie sind Amerikaner. Sie sind Chinese. Ich bin der Botschafter der Volksrepublik China in Myanmar. Ich muss mit einem Vertreter Ihrer Regierung sprechen. Die hören mit. Legen Sie los. Kong Fairong handelt nicht nach dem Willen Chinas. Er gehört zu einer Gruppierung von Wirrköpfen und Idioten innerhalb unserer Armee. Und was genau will er? Zuerst Taiwan. Danach den Rest. Er glaubt, dass die Volksrepublik China solche Geschenke nicht ablehnen kann. Welche Rolle spielt Nicolaze dabei? Er ist Händler. Fairong liefert Gerät und Munition und im Gegenzug liefert Nicolaze waffenfähigen Atommüll. Wissen die Chinesen davon? Nein. Und solange es keine greifbaren Beweise für Fairongs Aktivitäten gibt, fürchte ich das Schlimmste. Es gibt Beweise? Auf dem Computer in seinem Büro. Meinem Büro. Wenn ich ihn dazu zwinge, den Computer zu entsperren und die Daten an unser und ihr Land weiterleite, gibt es keinen Krieg? Das hoffe ich jedenfalls. Huch! Verdammt! Die Amerikaner haben die Kelleretage eingenommen. Alle verfügbaren Einheiten darunter. Wir werden sie vernichten.